Hallo ihr lieben Leute da draußen, ich hoffe es geht euch allen gut. Heute zeige ich euch mal eine Anwendung, die heute erst in den Nintendo eShop gekommen ist. Amiibo Touch and Play. Willkommen bei Amiibo Touch and Play, habe ich gerade gesagt. Nintendo Classics Highlights. Wenn du ein Amiibo hast, liest es ein, um zu spielen. Dies ist eine spezielle Software für Besitzer von Amiibo-Zubehör. Berühre das Feld auf dem Wii U Gamepad, um mit einem Amiibo, um legendäre Szenen aus NES und Super Nintendo Titeln 3 Minuten lang auszuprobieren. Ja, das Spiel hat mir die Erklärung gerade abgenommen. Genau darum geht's. Wenn man Amiibos hat, kann man diese hier scannen, um Demos von Super Nintendo und NES Spielen zu spielen. Nur sind das immer speziell ausgewählte Szenen. Also es ist nicht so, dass man jedes Spiel von Anfang an dann immer spielen muss, nur weil man nur 3 Minuten Zeit hat. Es werden immer bestimmte Szenen ausgewählt. Also probieren wir das direkt mal aus. Berühre das Schaltflächenfeld mit einem Amiibo. So, ich habe hier meine Samus Aran Amiibo, eine meiner absoluten Lieblings-Amiibos. Die stelle ich mal auf die Fläche. Und wir erhalten ein Spiel. Mit diesem Amiibo Samus von... Ich kann nicht so schnell lesen. Welches Spiel wird es wohl sein? Lass uns gleich das Paket öffnen. Oh, ich bin so aufgeregt, dass wie Weihnachten, Ostern und Geburtstag an einem... Und wir erhalten Kirby's Adventure. Du kannst jetzt 10 aus Kirby's Adventure spielen. Will ich das? Kirby's Adventure startet von jetzt an jedes Mal, wenn du dieses Amiibo, Samus, einliest. Bei jedem Einlegen kannst du legendäre Szenen spielen. Probier's einfach aus. Ja, ich hab's gecheckt, diese Spiele sind legendär. Ich habe sie alle gespielt und ich habe sie fast alle auf meiner Wii U. Und das kenne ich nur zu gut. Die erste Stage mit dem Beam. Was für eine langweilige Waffe. Dann doch lieber Elektro. Sparky, Sparky. Find's schade, dass sie hier mal wieder die englische Version von Kirby genommen haben. Es gibt ja eine deutsche NES-Version, aber die wird irgendwie nie verwendet, wenn es darum geht, das Spiel neu aufzulegen. Nun gut, berühren wir... Moment, ich will mich nicht killen lassen. Legen wir nochmal Samus auf das Wii U-Pad und gucken, was für eine Szene dann kommt. Ah, der erste Endgegnerkampf gegen Wispy Woods. Der ist so schwer, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Normalerweise hätte ich hier eine Fähigkeit und die Sache würde noch schneller gehen, aber hier müssen wir es ganz altmodisch machen und die mit Äpfeln beschießen und ich lasse mich tatsächlich treffen. Kaboom, boom, boom, boom. Geschafft, geschafft, geschafft. Wispy wurde besiegt, der weint und wir tanzen, weil wir voll awesome sind. Und ja, falls einem das Spiel dann gefallen hat, muss man einfach auf den Nintendo eShop-Button klicken und kann es dann kaufen. Ja, das Ganze hier ist ein einziges Werbetool, aber ganz nett gemacht, finde ich. Also bisher zumindest. Okay, genug von Kirby. Scannen wir ein anderes Amiibo. Hier habe ich einen wunderschönen Amiibo von Darain, oder Robin, wie er in der englischen Version von Fire Emblem Awakening bekannt ist. Gucken wir, was dabei rauskommt. Hoffentlich nicht wieder Kirby. So, eine legendäre Szene. Ich erwarte was ganz Großartiges. Welches Spiel wird es wohl sein? Lass uns das Paket öffnen. Oh, Nintendo 64! Nein, The Legend of Zelda. Auch noch die aktualisierte Version von 2003. Du kannst jetzt 10 aus The Legend of Zelda spielen. Gut, wohin werden wir kommen? Wir werden es jetzt sehen. Ja, komm, das ist ein bisschen einfach hier. Komm, wir machen mal eine neue Szene. Der erste Endgegner! Und wir sind natürlich voll aufgeladen und können unser Schwert schießen. Und ich habe mich wieder treffen lassen bei so einem einfachen Kampf, das darf doch echt nicht wahr sein. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen eingerostet, was alte Spiele angeht. Was eigentlich gar nicht sein dürfte, weil ich diese alten Spiele immer und immer und immer wieder spiele. Gut, Szenenwechsel, da rein, bring mir was Gutes. Oh, jetzt habe ich zweimal die Szene gewechselt. Egal, weiterer Endgegnerkampf. Habe ich keine Bomben? Doch, ich habe Bomben. Wesentlich praktischer bei diesem nervigen Endgegner.
Und wir haben ihn besiegt. Hey, so kann man Zelda auch durchspielen, wenn man immer wieder zum nächsten Endgegner weitergeleitet wird. Stelle ich mir das sehr komfortabel vor. Also platzieren wir Darien nochmal auf dem Wii U-Pad und gucken, wo wir dann landen. Oh nee, nicht dieser Drache. Mit dem habe ich immer meine Probleme gehabt. Komm schon, you must die. Mach keine Faxen hier. Okay, da ist es auch ziemlich schwer durchzukommen, ohne getroffen zu werden. Juhu, ich könnte jetzt auch auf den eShop-Button klicken und das Spiel kaufen. Das Dumme ist nur, ich habe das Spiel schon auf meiner Wii U. Deswegen genug Zelda. Wir haben ein paar Endbosse besiegt, sehr schön. Gehen wieder in die frische Luft. Und ich würde sagen, ein neuer Amiibo muss her. Wer soll es diesmal sein? Ich habe hier einen Marth. Der muss nun herhalten. Schon wieder Fire Emblem, aber warum auch nicht? Fire Emblem ist cool. Um dieses Amiibo zu verwenden, musst du Spitznamen und Benutzer festlegen. Okay. Dann stellen wir das eben ein. Der Besitzer ist natürlich Nagi, das bin ich. Und Spitzname... Ich gebe denen nie irgendwelche Spitznamen, ich verwende einfach die regulären Namen. Er soll Marth heißen. Speichern und ab dafür. Ah ja, jetzt darf ich erstmal das Amiibo wieder auf das Pad legen. Ah, ist das eine schöne, umständliche Scheiße. Amiibo! Dankeschön. So, her mit dem Spiel. Ich will wissen, was in dem Paket drin ist. Oh, mach es auf. Ich halte es nicht mehr aus. Diese Aufregung, diese Spannung. Und es ist mal eben das beste Spiel der Welt. Nee, kein Scheiß. Super Mario Bros. Ist echt immer noch das beste Spiel der Welt. Ist zwar nur meine Meinung, aber ich liege niemals falsch. Zumindest nicht, was das angeht. Level 1-1? Ach nee, komm, wir wählen eine andere Szene aus. Yay, ein Unterwasserlevel! Könnte genauso gut die Minuswelt sein. Warum auch nicht? Das nenne ich mal eine legendäre Szene, die Minuswelt. Auch wenn an der Minuswelt überhaupt nichts Besonderes dran ist. Es ist einfach nur Level 2-2, der sich immer wieder wiederholt. So, ich könnte die ganzen Münzen natürlich immer ignorieren, aber ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich habe immer diesen Zwang, die einsammeln zu müssen. Auch wenn sie nur ein paar Punkte geben und eventuell mal ein Leben, aber das dauert eine ganze Weile, bis man mal 100 gesammelt hat. Und hier ist es in der zweiten Runde ziemlich gefährlich, weil hier immer Blooper lauern, aber ich hole mir die Münzen immer trotzdem. Und, ach, kein Feuerwerk. Bin eine Sekunde zu spät dran gesprungen. Aber ihr wisst ja, wie das funktioniert. Wenn der Timer am Ende eine 1, 3 oder eine 6 hat, dann bekommt man ein Feuerwerk. Voll altbacken, aber vielleicht weiß es der ein oder andere von euch doch nicht. Und das ist auch eine schöne Stage mit den fliegenden Cheep Jeeps. Mensch, was habe ich als Kind immer lange hier gesessen, aber mittlerweile seht mich an. Hol mir aber trotzdem den Pilz. Ich möchte nicht so klein sein. Ich bin lieber ein großer Super Mario. So, die zweite Brücke voll ignoriert, mal voll elegant in den Fisch reingesprungen und wir haben es geschafft. Ich würde sagen, ein Szenenwechsel ist angesagt. Nope, noch ein weiterer Szenenwechsel. Ah ja, Welt 4-1, die ich mittlerweile einigermaßen speedrunnen kann. Was ist mit meinem Steuerkreuz los? Ich drücke da vorne, aber Mario läuft nicht. So viel zum Thema, ja, ich kann das einigermaßen speedrunnen. Wow, das war haarscharf. Wow, das war auch haarscharf. Da ist es wieder, dieses Wort. Haarscharf. Das sage ich irgendwie ziemlich oft in meinen Let's Plays. Und an der Treppe bleibe ich natürlich immer hängen. Aber immerhin gibt es jetzt ein einziges Feuerwerk. Passt auf. Wow, Feuerwerk. Ich freue mich. So, bevor wir in den Untergrund gehen, drücke ich mal auf Beenden. Und ich würde sagen, ich schnappe mir noch ein paar andere Amiibos. Die sind alle gerade hinter mir auf meinem Tisch. Da muss ich jetzt irgendwie rankommen.
So, hier haben wir einen Bowser aus dem Super Mario Set. Der ist nicht aus dem Super Smash Bros. Set. So, ziemlich eine meiner Lieblingsfiguren. Blöp, yep. Legen wir mal drauf. Es funktioniert irgendwie nicht. Und ich habe natürlich keinen Spitznamen registriert. Ach, ich habe echt vorgesorgt, Leute. Wie ihr seht, ich bin auf alles bestens vorbereitet. Nennen wir den Bowser Bowser. Sehr kreativ. Kennt ihr noch die alte Super Mario Bros. Zeichentrickserie? Da haben sie Bowser mal Cooper genannt. Das hat mich immer verwirrt. Amiibo! Amiibo, dankeschön. Und jetzt mach endlich das Paket aus. Ich will wissen, was drin ist. Schon wieder ein Nintendo 64? Wer weiß es schon. Yo, ein weiterer Super-Klassiker. Kirby Superstar Ultra. Und lass mich raten, wir starten von Anfang an. Das ist ja ziemlich ähnlich dem ersten Level von Kirby's Adventure gegenüber. Zumindest ist die Beam-Fähigkeit hier ein bisschen aufgebessert. Bam! Hadouken! Und nochmal, Bam! Also ich spiele ja lieber die DS-Version von Kirby Superstar, aber auf dem Super Nintendo ist es auch ganz nett. Warpstern und ab dafür! Wer weiß, wo wir landen werden. Wir werden es nie erfahren, weil ich jetzt den Amiibo wieder auf das Pad lege. So, eigentlich müsste der hier ein Hadouken können, aber kann Kirby komischerweise nicht. Und das nenne ich nicht Hadouken. Und wenn ihr jetzt nicht wisst, was ein Hadouken ist, dann habt ihr eindeutig kein Street Fighter 2 gespielt. So, was mich jetzt aber mal interessiert ist, ob wir vielleicht auch Szenen von den letzten Endgegnern herbeirufen können. Yeah, hier haben wir den König Nickerchen-Fight. Ich nenne ihn König Nickerchen, weil er damals halt so hieß bei uns. Er hieß ja nicht immer King DDD bei uns. Das wurde erst später geändert. Und ich lasse mich natürlich voll elegant treffen. Warum habe ich mir eigentlich keine Fähigkeit geschnappt? Draußen waren doch welche. Ja, ich spiele echt super. Ich glaube, ich lasse es am besten. Ich glaube, ich lasse es am besten sein. Mann, der ist so einfach und ich krieg's irgendwie nicht gebacken, ihn zu besiegen. Wow, ich habe tatsächlich einen Treffer gelandet. Das ist ja unmöglich denkbar. Braucht er echt nur 3 Treffer, um zu besiegt zu werden? König Nickerchen, du hattest aber mal mehr drauf. Jetzt geht der Stern natürlich kaputt, ist klar. Ja, siehst du, kann ich auch. Ich kann auch einsaugen. Ihr dürft ruhig in die Kommentare schreiben. Mann, Nagi, spielst du schlecht Kirby? Das ist ja kaum zu fassen, was du hier abziehst. Und dich sollen wir ernst nehmen? Die Sterne lösen sich aber auch schnell auf. Boom! Weg war er. Hollere, hinfort mit dir. Booyakasha, wir haben es geschafft. So, die Aufnahme läuft ja gerade erstmal 14 Minuten. Ich habe das Gefühl, ich spiele schon viel länger. Kann ich mir gleich noch ein Amiibo von hier hinten schnappen? Wen nehme ich da mal am besten? Ich nehme mir jetzt mal meinen Mega Man Amiibo. Leider gibt es keinen Mega Man in dieser Sammlung. Das sind alles nur Nintendo-Spiele. Und natürlich habe ich auch hier keinen Spitznamen registriert, weil ich den Amiibo noch nicht verwendet hatte. Aber das ist ja nur eine Sache von einer Minute. Nicht mal. Mega Man. Was geht ab, Mega Man? Speichern wir das mal eben. Registrierungsvorgang konnte nicht abgeschlossen werden. Warum? Darf ich mal fragen, warum? Mega Man, was ist los? Bist du irgendwie kaputt oder so? Ich hab dich nicht fallen lassen. Amiibo. Also, funktioniert doch.
Wisst ihr, ich würde ja gerne mehr Amiibos kaufen, aber meine Güte, sind die mittlerweile teuer, weil einige anscheinend ziemlich selten geworden sind und Nintendo nicht genug davon produziert hat. Deswegen gibt's teilweise Amiibos für 50 Euro auf Amazon. Ich glaube, ihr spinnt, Leute. Du kannst jetzt 10 aus Kirby's Dream Land 3 spielen. Schon wieder Kirby. Schon das dritte Kirby-Spiel, Leute. Aber das ist ein Spiel, das mag ich wirklich sehr gerne. Ich meine, guckt es euch an, das war so ziemlich das letzte Super Nintendo-Spiel, was rauskam, und meine Güte, sieht es schön aus. Ich finde den Stil des Spiels ja echt total schön. Und das Beste ist, man kann es auch im Koop zu zweit spielen. Ich weiß gerade gar nicht, ob Koop hier in dieser Version möglich ist. Also in Amiibo Touch and Play. Müsste ich mal ausprobieren, wenn Lloyd wieder hier ist. Ja, der Boomerang sah schon mal beeindruckender aus in anderen Spielen. Und natürlich dürfen Kirbys tolle Tierfreunde nicht fehlen. Ich liebe seine Tierfreunde. Auch wenn man sie in den neueren Spielen leider eher nicht so sieht, aber... Hier haben wir Rick, den Hamster. Und man sieht, die Fähigkeiten werden dann ein bisschen verändert. Und die Katze da oben ist ganz entsetzt, dass ich sie nicht gewählt habe. Okay, dann nehmen wir auch jetzt mal kurz die Katze und gucken, was die kann. Und die rollen mit durch die Gegend. Ist das nicht süß? Guckt euch mal an, wie süß das ist. Und was können wir damit machen? Boom! Sonic Boom! So in der Art, ne? Gut, Mega Man zeigt mir noch eine andere Szene. Ach, schon wieder Wispy. Dich sehen wir auch heute ziemlich oft. Wow! Gib mir dein Essen. Dass ihr mich auch immer alle ohne Fähigkeiten in diesen Kampf reinwerfen müsst. Warum springe ich eigentlich so oft? Wahrscheinlich, weil ich ausweichen sollte. Das wäre ein guter Plan. Was? Das hat nicht gegelten? Okay, ich muss anscheinend auf seine Nase feuern. Und jetzt ist er böse! Er ist richtig wütend! Mein Gott, da kriegen Kinder ja Angst bei. Also wenn ich so 4 Jahre alt gewesen wäre, ich hätte sicher Angst vor dem gehabt. Na, hast du genug? Ein Herzchen! Oder ein Stern. Es kann sich nicht entscheiden, ob es ein Herzchen oder ein Stern sein möchte. Und es passiert irgendwie nichts. Was ist jetzt los? Hilfe? Hilfe? Was passiert hier? Ich kann nicht behaupten, dass ich das schon mal gesehen habe. Und was war das jetzt bitte? Zieht voll die Riesenshow hier ab und dann passiert nichts? Aber auch gut, es ist nichts Besonderes passiert. Das Spiel hat nur ein Riesendrama gemacht, aber ansonsten auch gut. Nun denn, ich würde sagen, für einen Amiibo haben wir noch Zeit. Das wird ja sonst ein bisschen zu öde hier. Und ich nehme diesmal Pikachu, weil von dem weiß ich, dass ich ihn registriert habe. Leider gibt es ja auch keine Pokémon-Spiele. Was ich richtig cool fände, wenn man hier Pokémon spielen könnte, aber... Naja, das wäre ja nur clever gewesen von Nintendo und das kann man ja nicht erwarten. Ich meine, Nintendo macht in letzter Zeit schon mal die eine oder andere dumme Entscheidung. Mario World! Gut, beenden wir das Ganze mit Super Mario World. Das habe ich ja erst wieder zufällig vor kurzem auf meinem Super Nintendo gespielt. Das ist auch wieder so ein Spiel, das wird nie alt. So, und ich will mal was ausprobieren. Mal gucken, ob das hinhaut. Ja, so einigermaßen. Ich habe einen verpasst, aber ihr müsst schon zugeben, das sah einigermaßen elegant aus. Gut, Pikachu, Szenenwechsel. Wir möchten woanders hinkommen. Oh, ist das die Statue mit den Delfinen? Es ist die Stage mit den Delfinen! Oh, die liebe ich ja.
Ich mag ja so akrobatische Stages. Aber ich möchte gerne an den Fragezeichenblock da oben ran. Helft mir, liebe Delfine! Wusste ich doch, dass da ein Pilz drin ist. So, jetzt werde ich die Stage aber noch eben durchspielen. Oh nein! Arschlochfisch! Der schon wieder. Der ist echt nervig. Verdammt! Ich habe vergessen, ich kann mit der R-Taste keinen Sprung machen. Ich habe an New Super Mario Bros. Für die Wii U gedacht. Da kann man ja, wenn man die Z-R-Taste drückt, so einen Drehsprung machen. Das habe ich jetzt total verwechselt. Aber gut. So, das war jetzt Amiibo Touch and Play. Ich finde, das ist eine kleine, nette Spielerei. Wenn man ein paar Amiibos bei sich rumstehen hat, warum nicht? Ich fände es allerdings cooler, wenn man so Szenen direkt auswählen könnte, anstatt dass man immer und immer und immer wieder das Amiibo platzieren muss. Aber naja, es ist halt umsonst und vielleicht wird es den einen oder anderen ja dazu ermuntern, sich ein paar Amiibos oder Spiele zu kaufen, wer weiß. Nun denn, ich bedanke mich, dass ihr bei dieser kleinen Präsentation dabei wart. Ich habe ziemlich viel Mist gebaut diesmal, nehmt's mir bitte nicht übel. Nun denn, danke fürs Zuschauen, Leute, wir sehen uns bald mit richtigen Let's Plays wieder. Das war nur so ein kleiner Zwischendurchhappen. Also, bis dann. Tschüss.